ist etwas im Wasser. Was ist los mit ihm? Ah, da sind sie. Wie bitte? Tut mir leid, ich hätte guten Abend sagen sollen. Was ist das? Da im Wasser? Ein Baumstumpf, glaube ich. Dunkel und formlos. Könnte fast ein kleiner Körper sein, nicht wahr? Ich weiß nicht. Es ist zu weit weg. Ja, ja. Es könnte fast der Körper eines Kindes sein. Was? Wir sollten... Keine Sorge, mein Junge. Alles wird klar werden. Ist Sexton in der Nähe? Sie stehen am Strand von Sexton. Man könnte sagen, sie sind angekommen. Endlich. Ich musste quer durch das ganze Fenland. Der letzte Zug fährt nie bis nach Sexton. Wieso ist das so? Keine Ahnung, mein Junge. Sexton ist eine abgelegene Stadt. Ich dachte, ich komme am Bahnhof von Sexton an. Die Springflut überflutet die Fens. Niemand kann die Stadt betreten oder verlassen. Wie gehen Sie damit um? Umgehen? Womit? Sie wissen schon, in Notfällen und so. Ah, verstehe. Wir kommen damit klar. Ja, sogar sehr gut. Okay. Ich suche eine Unterkunft in der Stadt. Im The Bear werden Sie bekommen, was Sie brauchen. Ein Bär? Oh, meinen Sie ein Hotel? Nein, ich meinte das The Bear. Sie können es nicht verfehlen. Er schwingt heute Abend. Wie bitte? Oh je, ich ziehe Sie auf. Sie werden schon sehen. Ich bin übrigens Nigel. Ja, Mr. Danvers, das sind Sie sicher. Werde ich erwartet? Oh ja, schon seit geraumer Zeit. Sie können alles ändern. Die Zeit wird es zeigen. Ich bin ein Schatzsucher. Tja, das ist noch eine Sache. Sache? Ich suche mein Glück? Ja, Sie und die anderen. Die anderen? Welche anderen? Die Flut am Maifeiertag bringt viele nach Sexton. Warum ist das so? Das Hochwasser schleift die Felsen, Klippen und Sandbänke. Die Ebbe legt frei, was verborgen war. Wie alte Schätze? Vielleicht. Das und das Glück der Leute. Und ihre Zukunft. Darf ich Sie noch etwas fragen? Nur zu, junger Mann. Ist das Ihr Hund? Ja, George und ich sind seit vielen, vielen Jahren Partner. Der beste Freund einer Frau? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich lasse Sie in Ruhe. Na gut, wir sehen uns wieder. Früher oder später. Da ist etwas im Wasser.
Ich glaube, ich verzichte auf die örtliche Spezialität. Meereskreaturen? Meereskreaturen? Es ist zu dunkel, um es mit eigenen Augen zu sehen. Was ist das? Ich werde eine Notiz machen.